Er nennt sich Mozilla. Mozilla. Und das ist PvP aktiviert. 10 gegen 1 und du bist der eine. Und wenn du gewinnst, kriegst du das dritte. Ja, genau. Aber du hast die ganze Zeit die Super. Und die nicht. Die haben immer nur die haben immer nur Waffen, die nur einen Schaden machen. Genau, wow. Gut, ja, dann nehmen wir. Die haben alle nur ihre Fäuste. Und da kommen Hunderte. 500 Spieler gegen einen. Mit des unendlichen Super. Passiert dir immer Gutes. Und die haben nur ihre Fäuste, Kenne. Schaffst du das? Nein, es sind nur 100, ich hab mich vertan, sorry. Da muss ich hin. Die neue Waffe. Oh, ganz übel. Der düstere Wald. Verraten, Spoiler, sorry. Es gibt nur drei neue Supers oder was? Ich weiß es nicht. Ich will das auch zum Essen. Ui. Die Smack rüstig mehr. Läuft wieder so schön. Und du musst mit den Geistern reden, ne? Ja, ich habe doch keinen Geist gefunden. Der wird dann kommen. Das war den langen, düsteren Fluss entlang, in Düsterwald. Voller Bandit. Will dir erzählen dir dann was über deine... Groß und gruselig. Reinspringen. Ja! Lust auf eine Märchenstunde? Ich mag gruselige Märchen. Ah, gruselige Märchen. Einige Titanenorden entstanden noch vor der Stadt, geboren in einer dunkleren Zeit, als das Licht noch eine ungezähmte Waffe war. Die Sonnenbezwinger brachten Ehre in die Wildnis und suchten niemals Schutz in der Stadt. Okay. Niemals Schutz in der Stadt gesucht. Sie sind durch einen Eid gebunden und leben als Söldner auf der Suche nach Schlachten sowie Verbündeten. Ich glaube, das ist die letzte Fähigkeit, die man hat. Das Licht des Feuers endlich seinen Platz in der Stadt eingenommen. Schmiede den Zorn. Obwohl, vielleicht kam er mit den Addons auch mal. Halte den Hammer von Soul in Ehren, Titan, denn er ist ein Teil der Legenden, sowohl der vergangenen als auch der zukünftigen. So, jetzt geht's weiter. Kann ich jetzt reden? Ja. Ich soll mal gucken, wo diese Leute sind, damit die halt reden, ne? Mhm. Ich hab jetzt Woher ich die Sonnenbezwinger kenne? Ich kämpfte mit ihnen auf der Mauer. Schulter an Schulter. Sie starben mit unseren Kämpfern für eine Stadt, von der sie sich ausgestoßen fühlten. Das bewunderte ich. Ich sah das Licht ihrer Hämmer wieder in der Stadt. Dieser Hüter überrascht mich immer wieder. Eine? Rucklig, Rucklig, Jon? Hey, wir haben Gesellschaft. Mann, Gesellschaft. Jetzt muss ich kämpfen erstmal. Ja, ich auch. Können wir reden. Jetzt habe ich schon eine coole Waffe bekommen. Ich habe auch voll die gute Waffe. Jetzt? Ja, nach dem Krieg. Aber gegen die KI sind die Waffen auch allgemein stark. Ja, aber die schießt doch viel cooler. Aber ich glaube, ich kriege gleich den Blitz, den Darth Maul, nein, nicht Darth Maul, sondern der Imperator. Gut, der Imperator geht hier. Ja, und der ist schwer im Sicken. Hallo! Bin nichts mehr! Alles schwarz hier! Ich hab neue Schuhe. Okay. Portal!
Ein Donnergroll. Dort drüben, noch eine Projektion. Noch eine Projektion, ab dahin. Zavala sagt gern, dass Überleben nur temporär ist und man immer darum kämpfen muss. Doch uns ist das Überleben geschuldet. Der Untergang kam und ging. Und doch stehen wir hier. Es ist in unserer Natur zu überleben, ob wir wollen oder nicht. Hüter fragen mich, wofür sollen wir kämpfen? Wie wäre es mit Frieden? Eine Stadt ohne Angst. Ja, die meisten verstehen nicht, dass man Frieden nicht erzwingen kann. Naja. Aha. Ah, hier ist noch eine Projektion. Schwert elektrisch. Lord Saladin und Lord Efridit. Er wird es hassen, dass ich dir das erzähle. Aber Lord Efridit. Ich mag Lord Efridit. Sie erzählt mir alles. Wir mögen unsere Geschichten und unsere Helme. Also, Efridit, sie hebt Saladin über ihren Kopf und sie sagt, ich treffe immer. Sie hebt ihn über ihren Kopf und wirft ihn. Und er schmeißt seine Chaosfäuste an. Die Arkus-Energie der beiden brummt wie ein Schwert. Dann fällt er 20 Meilen tief in einen gefallenen Läufer. Wie eine Kanone ist er geflogen. Alles explodiert. Ihr Geist hat sich kaputt gelacht, als sie ihn wiederbelebte. Sie haben ein ganzes Dorf gerettet. Es war das dunkle Zeitalter. Da gab es Dörfer. Ich vermisse die alten Tage. Und Lord Efrid. Effelied, ah, Effelied. Oh, ich krieg meine Tritte. Okay, ich lauter kurz davor. Warte, was war das? Besessene im Anmarsch. Erster Bruchstück. Ein Video. Video? Ja. Ich bin jetzt der Imperator. Der Imperator kommt zurück, Kevin. Aha. Und er ist schwer am Sickern. Wegen dem schlechten PvP, was wir haben. Sturmbeschwörer. Ich benutze nochmal das letzte Mal meine alte. Super. Vielleicht ist die ja immer noch besser, keine Ahnung. Aber jetzt bin ich der... Eigentlich war die allererste Super die beste. Oha. Das Bruchstück muss noch etwas Licht in sich haben. Die ist ja echt geil. Sieht doch keiner, ne? Ja, noch nicht. In der nächsten Session dann. Interagieren mit dem Stein. Ja, mit dem Stein interagieren, ne? Ich schwebe dann halt so. Und sende Blitz halt aus. Auf alles, was vor mir ist. Was krieg ich jetzt? Ich hab Thors Hammer! Ein Thor! Echt? Ja! Er ist Captain America, jetzt Thor. Ich bin Sith-Lord. Also gibt's noch, muss noch mehr geben. Ja, wahrscheinlich mit den Add-ons kam dann was. Weil diese Stange hab ich immer noch nicht. Wie gesagt, ich hab jetzt Thors Hammer. Und ich bin am Brennen. Zeig den Besessenen, was du gelernt hast. Yeah, Blitzer, ihr Schweine. Es hat sich ausgeblitzt für euch. Huhaha! Ich brenn alles. Ich hab das, was du hattest vorher gerade eben. Echt? Ja, so in etwa. Ich werf die ganze Zeit einen Hammer. Ich sende gerade ununterbrochen Blitz von mir aus. Und schwebe. Und ich bin schon. Alter, ich mag die neue. Die macht Spaß. Ach, das sind Brenner! Brennen muss sein! Brenner.
brennt nieder. Immer wieder. Stefan, wenn du immer nur ein Gegner. Ne, mehr, doch mehr. Ich bin immer ganz viele am Treffen, also alles vor mir. Bruder, Bruder! Hier, brenne! Leider wirkt, hält ja halt nicht lange, aber vielleicht kann man das ja mit den Skills verlängern. Ja, ist nur hier, glaube ich, auch. Ende? Ja. Geht noch weiter. Kämpfe gegen den Ausgang. Immer schön ins Licht gehen. Bam, bam, hier. Werf Thors Hammer, wer ist Thor? Ich kann den Hammer auch werfen. Die Besessen können mich mal. Ich bin tot. Er hat mich weggekickt. Ich bin nicht vor so viel. Ja, aber wirklich. Yeah. Level 30. GZ. So, weg mit dir. Du kannst dich immer nicht wegkicken. Durch das PvP haben wir extrem schnell gelevelt. Ja. Muss ich schon zugeben. Aber wo seid ihr? Halt so. Hier, frisst Hammer! Also freue ich mich auch mehr auf die Dungeons. Ich hoffe, da gibt es ein Suche-Tool für. Und kannst du jetzt nicht schon verbessern? Ja, vielleicht kannst du das machen. Du hast ja noch Skillpunkte. Oh ja. Alter, seid ihr viele. Ist mir egal. Abzacke! Jetzt stirbt. Bam, 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 bam. Ich habe eine lila Sache. Bam, bam. Weg da. Schlechte. Hier, Granate. Ich habe eine Waffe mit schlechten Neuigkeiten bekommen. Ich glaube, das sind schlechte Neuigkeiten. Warum? Du warst tot. Ne, die Waffe hat schlechte Neuigkeiten. Ich bin zurückziehen. Here go. Der Schlamm. Ziel abgeschlossen. Und ich bin fertig. Ich weiß gar nicht, ob noch Gegner kommen. Da kommt nur so ein Kurs, hast du den besiegt? Ne, noch nicht. Erlange alle drei Warlock-Fokus. Gut, dann scannen wir den Scheiß, ne? Ja, ich bin noch nicht fertig. Renn ihn noch durch. Sturmfokus. Okay, was macht das? Kettenfokus. PvE, Alter, ich hasse das. Ich sehe nichts! Alles schwarz, das ist der Typ. Hab ich direkt gekickt, das ist der, der mich weggekickt hat. Hast du Schiss vor mir oder was? Dann ist der weggekickt. Hammer, flieg! Kann den Hammer voll weit werfen. Weg mit dir! Gut gemacht. Lass uns hier verschwinden. Zeit für einen Tapetenwechsel. Ja, Tapetenwechsel. Oh, die gefällt mir. Schnell mal den unteren Skateboard. Obwohl, ich habe ja auch gesagt, dass sie mir gefällt. Ne, da kann ich den Hammer relativ weit werfen und der hat einen halt wie so eine Explosion halt. Ist wie ein Granatwerfer. Ich weiß nicht, warum der Reisende uns immer wieder seine Kräfte schenkt. Es muss doch auch andere da draußen geben, die für Gerechtigkeit kämpfen. Mission beendet in 3, 2, 1, 0. Sturmgranate, Mensch, Mann.
Den Ladebildschirm. Pflichtlos. Verlange alle drei Schadenstärke. So. Erstmal jetzt das Ding hier. Upgraden. Ich habe 8 Punkte. Oh, ich brenne. Ich habe noch 12. Jetzt habe ich hier einmal Turmhohe Barrikade oder Schusswechselbarrikade. Ach, die bleiben alle gleich. Granaten und so, ne? Ich glaube schon. Wo war das mit dem Schlag? Da könnte man doch auch was suchen, oder nicht? Böser Schuss. Tritt einem Feind mit deinem Nahkampffähigkeit und einem Solarexplosion auszulöschen, die Feinde in Brand zu setzen, die hier sind. Oh. Ich kann ja alles machen. Ich kann ja alle hier aktivieren. Scheiße, ja. Sollten genug Punkte haben eigentlich. Ja. So, alles ab. Ich habe hier Mörserschuss. Dann habe ich Sonnenkrieger. Wenn du durch einen Sonnenfleck gehst, werden deine Solarfähigkeiten schneller aufgeladen und deine Super hält länger an. Hui. Deine Suppe. Sol Invictus. Solarfähigkeiten Kills stellen deine Gesundheit wieder her. Granaten und Nahkampffähigkeiten Kills lassen deinen tödlichen Sonnenfleck zurück. Endlose Belagerung. Hammer erzeugen einen Sonnenfleck bei Aufprall. Wenn du einen Sonnenfleck stehst, kannst du schneller Hämmer werfen. Hammerschlag, benutze diese Fähigkeiten beim Sprinten, um einen flammenden Hammer zu schwingen, um deine Feinde zu schwächen. Temperiert das Metall. Solarfähigkeiten, Kills wehren dir und Verbündete in der Nähe einen Bonus auf Bewegung und Nachladetempo. Explosive Scheiterhaufen, Feinde, die durch den Hammer von Sol ausgeschaltet werden, explodieren. Frage, ob wir dann Schaden kriegen, ne? Das ist eine Frage. Und Vulkanwut. Hämmer zersplittern beim Aufprall zu explosiven Asche. Höre beim Meisterschau einen Blitz in den Boden und löse eine verheerende Schockwelle unter dir aus. Okay. Das war's, was ich jetzt Zeit habe. So, neue Sachen, die ich bekommen habe, noch einlösen. Gut, ich bin jetzt ein Sith Lord. Jetzt schauen wir uns das beim nächsten Mal dann von meiner Seite aus an. Was ist jetzt den Power Level? 293. 290. Aber du hast 293? Ja. Bin ich gar nicht mehr so weit weg. Ja, bin fertig. Okay, dann war es das auch für diese Session, oder? Ja, würde ich sagen. Ich meine, wir sind bei fast 3 Stunden. Ja. Gut. Leute, das war es auch wieder für diese Session. Ich glaube, wir würden uns beide freuen, wenn er beim nächsten Mal wieder dabei wird. Falls es dann mal zu Ladezeiten kommen, wo wir halt nicht da sind, dann ist das halt mal so, ne? Ja. Also, mal keine Folgen kommen, aber... Liegt an einem Umbau. Ja, aber wir sollten erstmal ein bisschen gut vorbereitet sein. Wir haben ja noch eine Session vor uns. Genau. Also, bis dann. Tschüss. Ciao.